Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken an diesem Mittwoch, dem 24. Januar 2024. Ja, es ist ein interessantes Datum, wir merken es an den Zahlen. Und auch heute wollen wir hineinschauen in Losung und Lehrtext, uns Mut, Wegweisung und Hoffnung schenken lassen von Gott her, der in dieser Zeit auch gern zu uns spricht. Schauen wir doch in beide Texte hinein, da heißt es im Alten Testament: Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Der Beter dieses 102. Psalmes, der fasst sich nicht kurz, sondern ist länger mit seinem Gebet unterwegs und erzählt so vieles auf, wie dreckig es ihm geht und dass er nur noch Haut und Knochen ist, aber Gott, er ist doch ewig, er vergeht nicht und er möge ihm doch helfen. Und da kommt diese Unterschiedlichkeit zutage, die zwischen Mensch und Gott zu finden ist. Wir sind hier vergänglich, wir sind für eine bestimmte Zeit nur auf Erden, er aber ist so erhaben, so mächtig, so groß und so ewig unterwegs, dass er sich doch erbarmen könnte. So ähnlich formuliert es der Beter und bittet ihn doch um Hilfe. Ja, manchmal scheint es uns tatsächlich so, als ob da etwas verkehrt ist, wie klein und winzig wir sind und wie doch die Zeit dieser Welt, dieser Schöpfung des Universums so ganz anders ist. Darüber nicht zu verzweifeln, sondern trotzdem Hoffnung und Mut zu haben, das ist manchmal gar nicht so einfach und ich denke, dass es vielen Menschen so geht, besonders auch in der heutigen Zeit, wo Leid so eine große Rolle spielt, wo so viele Menschen kämpfen gegen Krankheiten, die jetzt aufbrechen, die jetzt plötzlich sich vermehren und keiner fragt, woher sie eigentlich kommen. Man sollte sich diese Frage doch mal gefallen lassen. Und dann fragt man sich natürlich angesichts so vielen Leides, ja, was ist unser Leben? Ein Hauch, der verschwindet, der so kurz ist und warum sollen wir uns da noch mühen und bemühen? Was ist eigentlich mit dieser Zeit und ist es nicht wirklich zum Verzweifeln, wenn man hier unterwegs sein muss? Und da kommt zum Glück aus dem Neuen Testament ein Spruch dazu. Jesus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind genau die letzten Worte des Matthäusevangeliums. Es ist besonders wichtig, dass es die letzten sind, die alles überstrahlen sollen. Alles, was euch begegnet, alles, was ihr tragen müsst, alles, was ihr in diesem Leben erfahrt an Freude, aber auch an Leid, das erfahrt ihr niemals allein. Das sagt er hier ganz eindeutig. Selbst wenn ihr in die Welt hinausgeht und das Evangelium predigt, wie das jetzt in den vorhergehenden Zeilen benannt wird und diejenigen tauft, die glauben wollen, ihr werdet niemals allein unterwegs sein. Ich werde immer an eurer Seite sein, euch behüten und beschützen. Und das ist die große Antwort auch für den Beter des 102. Psalmes, also für jeden Menschen, der verzweifelt in einer Krankheit unterwegs ist, der verzweifelt in der Zwietracht unterwegs ist, vielleicht auch in den großen Problemen dieser heutigen Zeit, wo sich so viele fragen, was soll's noch, wenn unser ganzes Leben zusammenbricht und wenn das bisherige Leben vollkommen verabschiedet wird, wenn wir in eine neue Zeit gehen müssen, wo uns vielleicht sogar noch Krieg und Zerstörung heimsuchen. Was soll's dann eigentlich noch zu leben? Ja, und da kommt dieser Vers aus dem Matthäusevangelium, der letzte. Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen, ich bin an eurer Seite, auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht, auch wenn ihr manchmal meint, ihr müsstet alles alleine tragen, ihr müsstet das alles hebeln und stemmen. Nein, ich bin an eurer Seite, ich trage mit, ich hebe mit, ich behüte euch und beschütze euch. Und wenn wir wüssten, wie viele Schutzengel wir im Leben schon gebraucht haben, dann würden wir vielleicht die Sache auch anders betrachten. Ja, das Leben ist halt nicht das Paradies, sondern das Leben führt hier auf dieser irdischen Welt durch viel Leid und Zerrüttung. Und deshalb ist es so wichtig, dieser letzte Vers im Matthäusevangelium: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und mit diesem wundervollen Wort, glaube ich, können auch wir heute in dieser Zeit ganz anders unterwegs sein. Ich hoffe, dass wir das auch spüren, dass es nicht nur ein dahergesagtes Wort ist
Und wenn wir es nicht spüren, dass wir uns an Gott wenden, ihn bitten, dass er uns doch das zeigen möchte, vielleicht müssen wir auch nur manchmal genauer hinsehen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns einen gesegneten Tag, die zweite Hälfte der Woche, dass sie gut verläuft und dass wir Gottes Nähe, Gottes Beistand auch wirklich spüren. Und wenn wir nicht mehr weiter können, so wie der Beter des 102. Psalmes, dass es uns gelingen möge, dass wir uns an Gott wenden, ihn bitten und dann die Erfahrung machen dürfen, dass er neu motiviert, dass er neue Kräfte schenkt, dass er uns nicht alleine lässt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, schalten Sie doch morgen wieder rein oder heute Abend zu Rainis Nachtgedanken. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, behüte Sie Gott, Ihr Raini aus den Zeitgedanken aus Appenzell Innerrhoden. Auf Wiederloge. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da noch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.